Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Doom. Und bevor wir anfangen, normalerweise starte ich ja nicht im Hauptmenü, aber heute ausnahmsweise, denn ich muss leider sagen, Freunde, für Zuschauer unter 18 Jahren ist dieses Spiel überhaupt gar nicht geeignet. Die Brutalität in diesem Spiel ist wirklich so hoch, dass ich zum zweiten Mal in meiner Let's Player-Karriere sagen muss, wenn ihr keine 18 seid, vielleicht nicht. So, wir beginnen eine neue Kampagne. Ich habe gerade schon natürlich ausprobiert, wie der Ton ist und so weiter und so fort. Deswegen werde ich das mal kurz löschen. Doom ist ein sehr schnelllebiges Spiel. Es ist das zweite Doom-Spiel, was ich gespielt habe. Damals, als ich noch ganz, ganz jung war. Gut, das deckt sich jetzt natürlich nicht mit dem unter 18 bitte nicht gucken. Aber als ich ganz, ganz jung war, habe ich den ersten Teil mal gespielt. Und ja, wir spielen jetzt auf jeden Fall Doom. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich wirklich. Ich brauche mal wieder ein Spiel, wo ich richtig abmetzeln kann, wo ich sagen kann, ey, komm, Jungs, das ist erst ab 18 und ich darf sagen, was immer ich will. So. Ihr habt bestimmt, dass ich das spielen kann und deswegen tue ich das auch. Und wir gehen einfach direkt mal ins Spiel. Wir spielen auf den normalen Modus. Los gibt's mehr, Alter! Und gucken mal, wie hart das wirklich ist. Vielleicht können wir im Game noch mal das Spiel ein bisschen härter stellen. Weil ich ja, ich habe keine Relevanz dazu, wie hart es sein könnte. Und mal gucken, wie es gleich anfängt. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Oh aber ja. Du wirst schlimmer sein. Oh ja. Und zerfetze. Ja. Töten. Herzlich willkommen zu Doom. So, erstmal, wo ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber. Fesseln? Scheiß auf Fesseln, Alter. So, gib mal deinen Kopf, Alter. So, das ist schon mal ein bisschen Hirnsuppe für uns. Die gute alte Hirnsuppe, schon lange nicht mehr gehabt. Und wir kriegen natürlich eine Knarre und ein paar Gegner, die wir komplett auseinandernehmen können. Okay, vielleicht ist die Waffe ein bisschen zu OP. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall Kopfschüsse, sehr effektiv. Und ihr seht schon, ich habe eine Menge Spaß daran. Ich habe es ewig nicht mehr gehabt, dass ich ein Spiel hatte, wo ich wirklich Frust rauslassen konnte. Richtig Frust rauslassen. Das letzte Spiel, was ich gespielt habe, wo ich meinen Frust rausgelassen habe, das war, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Fällt mir gerade nicht ein. Ist schon länger her. So, drücke RS. Das ist zum zum Interagieren. Eine sehr seltsame Taste, aber gut. Ja, wie bist denn du? Okay, ich kann sie schon mal nicht töten. Das ist so eine Art Altar. Wir werden uns darum kümmern. Worum? Ich muss sagen, ich habe nur die erste Szene angeguckt, wie wir da ausgebrochen sind. Und dann habe ich den Sound gecheckt mit der Waffe. Deswegen weiß ich ab jetzt nicht mehr, was passiert. Ah, eine Rüstung kriegen wir. Ich komme aber auch ohne Rüstung klar. Habt ihr doch gesehen. Okay. Wir machen jetzt erstmal einen auf Master Chief. Die Rüstung erinnert mich sehr, sehr stark an Master Chief. What the? Okay. Was war das jetzt? So, erstmal einen Helm anziehen. Ey, ich bin original der Master Chief. Waren das gerade japanische Zeichen? Dämoneninvasion im Gange. Statusbericht. Kann unvollständig Fehler melden. Verlust in der Basis. Und ist nicht verfügbar. Analysefehler. Satellitensystem offline. Scannen. Kontrollpunkt 3 ist fehlerhaft. Die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resop-Satellit wieder online ist. Okay, ich muss den Satelliten starten, nehme ich an. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Mhm. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Okay, ich will dem Typen anscheinend nicht zuhören. Codex-Eintrag freigeschaltet. Neben dem Doom-Marine wurde weitere Blabla gefunden. Aha, schön. Automap.
Im Reiter Mission werden dir die Automap verfügbaren Missionsherausforderungen und Erkundungsgegenstände angezeigt, die in der aktuellen Mission gefunden werden können. Sorry, Freunde, ich habe mein Handy wieder vergessen. So, Herausforderungen nicht verfügbar. Noch nicht. Wir haben hier auf jeden Fall eine coole Map. Gefällt mir. Da sehen wir sogar einen Schalter. Weiß nicht, die blauen Zonen scheinen die Zonen zu sein, die wir schon erkundet haben. Und hier, wo es leuchtet, das sind wir. Okay, dann haben wir unser Ziel. Eine neue wir können verschiedene Rüstungen finden. Die Automap. Damit können wir jetzt wahrscheinlich die Map einfach vollständig aufdecken. Ach so, wenn wir die Automap gefunden haben, kriegen wir auch die Herausforderung. Hier ist wahrscheinlich Sammelstück, Datenprotokoll, Echo und Heilstation. Okay, schauen wir mal, wie ich das Ganze hier meister. Okay, wir können den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern. Hallo? Glory Kills. Fügst du einem Dämon Schaden zu, wird er benommen, was durch eine blaue Markierung angezeigt wird. Bewege dich an ihn. Hey, ich hab's nicht zu Ende gelesen. Aha, cool, der leuchtet, wenn ich ihn treffe. Alter, ich hab den Kopf getroffen. Wollte schon sagen. Was ist los? Ah, ich hab unendlich Munition damit. Sag das doch einer. Ich hab so das Gefühl, ich werde die Waffe nicht behalten. Und ich hab das Gefühl, dass ich sie looten muss. Aber ich muss ja gar nicht. Es ist viel zu schnelllebig zum Looten. Ich muss lieber töten. Huch, hi. Ja, jetzt gib mal her, Mann. Die brauchst du nicht mehr. Du hast nicht mal einen Unterkörper. So, was haben wir denn da? Waffe, Kampfschrotflinte. Hört sich gut an. 20 Munition. Nur für diese habe ich unendlich Munition. Aber die reicht mir doch allemal. Ach, die hat Energie. Ach, zielen kann ich auch. Was ist das für ein Punkt, der sich da auflädt? Cool. Ja, erstmal nach oben. Hier, nee, scheiße, komm. So. Ich glaube, das. Oh, was zum Teufel? Präsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Der hat mich mit Scheiße beworfen. Warum tust du das? Okay. Gucken wir mal, dass wir das Ganze überleben. Ist das Munition oder so? Ich weiß das nicht. Das ist Munition. Das habe ich da gerade aufgesammelt. Wer stöhnt hier einfach so in mein Ohr rein? Bär mal der. Ja. Oh ja, das gefällt mir. Jetzt war nicht unendlich Munition. Da brauche ich gar nicht. Aber wieso benutze ich die Waffe überhaupt? Bäm, Alter. Immer schön die Köpfe zerballern lassen. So geht's halt. So geht das. So, was haben wir hier? Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist tot. Und das gefällt mir. Okay, da steckt einiges ein. Bis dein Kopf endlich mal platzt. Hier ist Energie. Hey! Da macht er erstmal ein Kamehameha. Was ist denn los mit dir? Du hast doch kein Dragon Ball. Der wirft mich wieder mit Scheiße. Aber gar kein Problem. Ich habe nicht mal Leben verloren. Jetzt stelle ich den Schwierigkeitsgrad hoch, Alter. Gut, das ist eine fiese Nummer. Aber auch da wirst du mir nicht entkommen. Um was fällt dir ein, mich zu schlagen, hä? Ich geb dich! Oh, da ist noch mehr. Oh, wenig Munition. Ich habe keine Ahnung, wie man nachlädt. Aber ist mir egal. Nehmen wir für die andere Waffe. Ey, trefft mich nicht mehr. Was seid ihr denn für Kacknoobs? Spiel mal League of Legends, dann lernst du, wie man trifft. Alter, ich glaube, wir spielen hier echt Dragon Ball. Das sind doch KI-Attacken. Guck dir nicht an, die Kacklappen. Ah ja, den haben wir auseinandergenommen. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich werde die Waffe auf jeden Fall nicht behalten können. Aber die ist ein bisschen OP. Die sollte man im Multiplayer einführen. Ich glaube, die gibt es ja auch im Multiplayer. Ich weiß nicht. Ich habe es einmal kurz getestet im Multiplayer. Muss dazu sagen. Ah, cool. Leute, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Alter. Gib ihm. Gib ihm richtig hier. Hier wird hier nicht mehr mit Spaß und so hier. Hier wird nur noch geköpft. So, Munition für mich. Sehr schön. Ich habe überhaupt kein Magazin. Das ist mein Magazin. Es gibt keine Magazine. Wie crazy ist denn das? So.
So, wir können auch schlagen. Vielleicht soll ich das ein paar Mal probieren. Was haben wir hier noch so Schönes? Das ist die Map. Okay, ich verstehe. Einsammelbares haben wir jetzt noch nicht gefunden. Moment. Das war ein Echo da hinten. Geh mal kurz zurück. Ich habe so das Gefühl, ich kann nicht zurück, oder? Wo ist zurück? Da hinten ist zurück. Und mein Gott, es ist voll so schnell. Es gefällt mir. Kann ich zurück? Nein? Ach komm, du hast die Tür auf der einen Seite hochgehoben. Das kannst du normal machen. Ah, Leute. Mein Charakter ist dumm. Aber er kann töten. Und mehr will ich gar nicht. So, wir haben ein 15er Schild, nehme ich mal an. Hängt noch überall Schild und Munition rum. Was willst du denn? Diesen Ort nicht verlassen. Ja, das sagst du. Das interessiert mich nicht. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihrer Welt ausschließlich aus dem Anfang kam, der Mensch an eine bessere zu. Der Moment, ich muss euch kurz unterbrechen. Wieso ist in Spielen immer die Musiklautstärke so verdammt hoch, dass man niemanden hören kann? Leute, lernt ihr nicht aus euren Fehlern oder was? Ja, wow. Zero ist noch intelligenter als die Entwickler. Was? Was ist das? Untertitel? Alter, Untertitel, was geht? Hast du das nicht gehört? Meine Finger haben geknackt. Das heißt, ich bin brutal, Alter. Interessiert mich nicht, was du da quasselst. Ich will Leute zerplatzen lassen. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ihr merkt das schon. Ja, cool. Da hat irgendjemand versucht auszubrechen. So. Wir sind jetzt auf dem Mars, nehme ich an. Da stand irgendwas vom Mars. Da geht's tief runter. Okili-dokili. Gibt's hier vielleicht irgendwas zum Einsammeln? Was ist das für eine Höhle hier? Es ist eine Höhle. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Da komme ich nicht hoch. Na gut. Es gibt nur einen Weg. Woo! Au. War nicht so gesund, habe ich ein Gefühl. So. Mal gucken, was wir hier noch finden. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Was bist du? Irgendwas. Nehme ich. Sehr schön. Ich schaue mich viel zu sehr um. Ach, noch mehr Leben. Oh, wir können klettern. Codex. Bereiche die UAC. Aha. Oh, Datenbank hast du nicht gesehen. Cool. Was haben wir da noch? Es ist eine Karte. Mit einem Datenprotokoll. Achso, das haben wir da gefunden. Okay. Arsenal. Im Reiterarsenal werden verfügbare Waffen und Mods angezeigt. Auf diesem Bildschirm kannst du Waffenpunkte ausgeben, um deine Mods zu verbessern und deinen Spielfortschritt in verfügbaren Waffenmeisterschaften zu verfolgen, Alter. Oh, cool. Offen. Aha, verkürzt die notwendige Zeit zum Aufladen, um einen aufgeladenen Energieschuss vorzubereiten. Okay. Verkürzt die Erholungszeit der Pistole. Mhm. Bewegt dich mit voller Geschwindigkeit bei Nutzung von aufgeladener Energieschuss. Okay. Nice. Nice. Alter, war noch mehr. Was bist du? Pre hast du nicht gesehen, Anzug. Verbesserung. Der Pre hast du nicht gesehen, Anzug, Verbesserung. Im Reiter Pre hast du nicht gesehen, Anzug, kannst du deinen Anzug auf verschiedene Weise verbessern. Investiere deine Pre hast du nicht gesehen Marken. Pre hast du nicht gesehen. Warte. Pre hast du nicht gesehen, Anzugmarken, in verfügbare Verbesserungen und sieh dir die Voraussetzungen für weiter freischaltbare Kategorien an. Alter. Jetzt haben wir hier Tutorials. Ich brauche kein Tutorial. Ah. Das ist die Datenbank, ne? Mit den Monstern und so weiter und so fort. Komm. Ich will Action haben. Ich will nicht lesen. Ich will Action haben, ey. Bin ich hier, um zu lesen. Bin hier, um zu töten. Hoffentlich sieht niemals die FSK dieses Video. Komm her! Gib ihm! Ich zerfleisch dich, Alter! Was ist los? Und wer bist du? Oh, ich glaube, den haben wir zerfleischt. Okay, ich komm zu dir. Das heißt, verprügel ich den Typen. So. Und dann kommst du her. Hier, komm. Nimm das. Au. Okay.
vermute mal, dass der Schwierigkeitsgrad wirklich schwierig ist. Hallo? Zuerst musst du dich doch erstmal vorstellen und dann können wir uns küssen. Ja, doch nicht so. Ich nehme immer das hier, ja? Zerschmetter dich! Ich hab nicht mehr viel Leben. Oh ja, oh, oh, das gefällt mir. Der hat ganz schön viel Leben gedroppt. Und ich bin so schnell. Da oben ist irgendwas, habt ihr das gesehen? Da muss ich hin. Sag mal, ich habe die Leute doch gerade erst umgebracht. Ich habe so das Gefühl, dass die immer wieder neu spawnen. Alter, gib mir Leben! Oh, ich hab's geschafft. Cool. Ach, das war so eine übelste Rüstung. Hey, hör auf mit Scheiß. Das ist nicht nett von dir. Mich töten ist nie nett. Oh, schlagen ist cool. Schlagen gefällt mir. So, hört ihr auch mal irgendwann auf, oder? Oh, das wird die meine Lehre sein. Ja, hau da. Guckt euch den Lappen an. Ah, das war schön gegen die Wand gedämmert. So, ich höre hier noch irgendjemanden kreischen. Ich glaube, das bedeutet so viel wie ich will sterben. Ey. Wenn hier jemand einschlägt, dann bin ich das. Danke fürs Leben. Ich glaube, das war nicht so gut. Hoppla. Okay. Hat der Gegner einen Kopf? Hat er damit auch eine Schwachstelle? Der Tipp ist hervorragend gut. Der Tipp gefällt mir sehr. Okay, ich habe es ein bisschen übertrieben. Man merke, man sollte niemals diese Dinger kaputt schießen. Soll ich jetzt alle nochmal umbringen? Nein, okay, perfekt. Sehr schön. So, wo geht's jetzt hin? Ich sehe da hinten eine Markierung. Dann gehen wir doch einfach mal hin. What the fuck? Ich kann Dosen wegtreten. Ist unglaublich. Wow. Die Entwickler haben wirklich an alles gedacht. So. Okay, da kommt man nicht hoch. Ich will trotzdem alles erkunden, Freunde. Oh, Leben. Cool. Und es lohnt sich immer, alles zu erkunden, wie ihr seht. Okay, da kommen wir nicht hoch. Weil man allein schon die einsammelbaren Sachen. Was ist das? Das ist ein Datenprotokoll, ne? Oh, da geht's tief runter. Na gut, gehen wir weiter. So, die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, wie kommen wir dahin? Wie wär's, wenn wir einfach den Weg benutzen, Zero? Das ist sehr intelligent von dir, Zero. Danke. Ich klopf dir mal auf die Schulter. Dankeschön. So, da haben wir eine Höhle und da haben wir ein Sicherheitsstufe Blau. Schlüsselkarte erforderlich. Was damit wohl gemeint ist? Ich glaube, wir müssen es erschießen. Naja, war ein Versuch wert. Normalerweise löst man hier Probleme immer mit Gewalt, aber huch! Ich will dich haben. Wo bist denn du? Okay, wie komme ich dahin? Scheint was Einsammelbares zu sein. Hallöchen. Eine. Puppe? Okay, ich spiele gerne mit Puppen, Alter. Kampfschrotflinte im Modell. Okay, was bringst du mir? In jeder Karte gibt es zwei, hast du dich gesehen, Marien, zu entdecken. Beide werden je ein Modell freischalten, das du anschließend im Sammelstücke-Menü ansehen kannst. Versuche, alle zu finden. Und diese Modelle kann ich höchstwahrscheinlich dann im Multiplayer benutzen, um meine Rüstung anzupassen, nehme ich mal stark an. Hey, hallo Dude. Brauchst du das noch? Ah, danke. So, blaue Schlüsselkarte erhalten. Sehr schön. Doch zuvor. Was ist das? Ein Loch, okay. Ich mag zwar Löcher, aber. Ich mag nur Löcher, durch die ich durchgehen kann. So, ist offen. Ich musste die Tür nur angucken. Brutal angucken. Oh. Ich hab eine Granate. Hallöchen. What? So. Wie wär's, wenn ich euch von hier oben einfach platt mache? Ich hab aber unendlich Munition. So, warte, wir laden das mal auf. Wir probieren es an ihm aus hier. Gefällt mir.
Nice, das ist so eine kleine Sniper sozusagen, ne? Ein bisschen langweilig, aber... Naja. Action! Vielleicht hätte ich da hochspringen können. Egal. Ah, ich komme wieder hoch, ne? Okay, ich kann nicht hochspringen. War ein Versuch wert. Was haben wir noch so Schönes hier? Leichen. Gegner. Ups. Naja, so ein Kopf ist sowieso explodiert. Was soll's? Da muss ich mich nicht drum kümmern. Wenn der umkippen will, dann kippt er halt um. So. Gibt's hier noch irgendwas Schickes? Nein? Nicht? Schade. Was ich cool finde, ist, dass die Sammelobjekte natürlich so leuchten, so angezeigt werden. Ey, guck mal, Dude. Ich hab was hier gefunden. Sammel's doch auf. Das gefällt mir. Und wo kommst du denn her? Hey, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. So, bevor wir da unten lang gehen, gucken wir mal, was hier ist. Leuchtende Objekte. Leuchtende Objekte sind für mich sehr gefährlich, weil ich da immer hingehen muss. Hey! Also ich muss bisher sagen, ich habe mit dem Schwierigkeitsgrad noch keine Schwierigkeiten. Vielleicht liegt das an meinem Skill, Alter. Oder meiner Brutalität. Und was bist du? Einfach mal draufdrücken. Verbesserung. Cool. Und wie mache ich das? Umweltwiderstand. Verbessert die Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Explosionen. Also bei meiner Dummheit kann das recht gut sein. Ach man. Da verstehe ich aber nicht, was ich gerade eingesammelt habe. Naja. Ach, das war ein Automap. Und da haben wir die Figur gefunden. Was ist das Blaue? Ach, die blaue Tür. Haben wir da wirklich die Figur gefunden? Ja, doch, klar. Wir haben die Figur gefunden und sind dann durch die Tür gegangen. Okay, die Map scheint echt riesig zu sein. Und da scheint das Ende zu sein. Okay. Kann ich mitleben. Und sonst haben wir nichts? Nein? Keine ultimativen versteckten Dinge? Aha. Geh mal her. Ich will die Rüstung. Ich wollte die Rüstung haben. Was zum Teufel? Ach so. Okay. Verbessert die Effektivität deiner Navigationssysteme. Okay. Verbessert die Kapazität deiner und Nachladezeit von Ausrüstung. Nachladezeit? Ich habe keine Magazine, Alter. Okay, das kann ich nicht. Ich kann nur diese beiden. Ja, verbessert Resistenz, wieso nicht? Komm. Was haben wir noch? Weniger Schaden durch eigene Waffen? Okay, wir können eigene Waffen benutzen, um uns selber zu töten. Explosive Feste richten bei dir keinen Schaden mehr an. Oh. Die ultimative Anti-Dummheit-Skill-Zeugs-Ding ins Kirchens. Cool. Was haben wir hier alles? Der Kompass pulsiert, wenn sich versteckte Bereiche in der Nähe befinden. Erkundungsgegenstände tauchen automatisch auf. Oh. Komm. Ich sammle ja so gerne. Okay, da gehen wir noch nicht runter. Denn, liebe Freunde. Codex-Eintrag freigeschaltet. Bam, Alter. Ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir die Folge ganz awesome beenden und sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann vielleicht ein bisschen länger, wenn es euch gefallen hat. Aber nur, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten mache ich immer ganz kurze Folgen. Je schlechter ihr dieses Spiel findet, umso kürzere Folgen gibt es. Ha! So ganz einfach. Ja, Zero, beste Strategie ever. Das Let's Play in die Länge ziehen, wenn es niemandem gefällt. Ja gut, haut rein, euer Zero, tschüss.